sonnigen guten Tag und willkommen zu The Art of Fitness, deinem Podcast, bei dem es darum geht, zentrale Fragen und Ideen aus den Bereichen Fitnesstraining, Mindset, Ernährung und Regeneration auf den Punkt zu bringen, um dir auch zu mentaler Hypertrophie zu verhelfen und deinen Weg zum mitdenkenden Athleten zu begleiten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Art of Fitness. Wir befinden uns jetzt kurz nach den CrossFit Games Open 2021 und kurz nach der Tatsache, dass der dominanteste CrossFit-Sportler überhaupt, Matt Frazier, seine Rente quasi angekündigt hat. He's retired. Matt Frazier ist nicht nur der dominanteste CrossFit-Sportler überhaupt mit fünffach den Titel Fittest Man on Earth, sondern auch einer, der unglaublich für sein Mindset bekannt geworden ist und der die vier Worte Hard Work Pays Off geprägt hat wie kein anderer. Ich habe ihn leider nicht persönlich getroffen, um ihn über sein Mindset zu fragen, weil genau das ist das Thema heute, Matt Frazier's Mindset. Stattdessen habe ich Podcasts von ihm analysiert, die kurz nach seinem Announcement, dass er nun retired, also den Sport verlässt, herauskamen und die sich viel, viel, viel damit beschäftigt haben, wie er überhaupt zu diesem super dominanten CrossFit-Sportler geworden ist. Das ist einmal der Darren Woodson Podcast, das ist der Blank Canva Podcast und der Rest entstand aus Diskussionen mit meinen Mindset-Mentoren, nämlich Tom Foxley und Rachel Binette, die unter anderem auch Größen aus der CrossFit-Szene wie Brent Fikowski und Allison Scutts persönlich trainieren. Kurzum, dass meine Aussagen hier beziehen sich auf Aussagen, die Matt Frazier selber getätigt hat und sind natürlich ein bisschen interpretiert von nicht nur mir alleine, sondern unter anderem auch von Rachel und Tom. Kommen wir zum Thema. Warum ist Frazier eigentlich so unglaublich stark geworden? Mal abgesehen davon, dass er vorher olympischer Weightlifter war und eben einfach sackenstark ist. Aber es gehört einfach mehr dazu, die Games zu gewinnen, als einfach nur körperlich stark und ausdauernd zu sein. Erstens, er hat einen unglaublichen Fokus darauf, was wichtig ist. Was wichtig ist für ihn und was wichtig ist, um sein Ziel, nämlich die Games zu gewinnen, zu erreichen. Zweitens, er hat eine unglaubliche Fähigkeit, seine Schwächen zu analysieren und langfristig an denen zu arbeiten. Das ist die Quintessenz seines Mantras Hard Work Pays Off. Die Kombination aus diesem Laserfokus und diesem Skill, seine Schwächen zu analysieren und auszumerzen, erlauben ihm, seinen Fokus auf den Prozess zu setzen und nicht auf seine eigentlichen Ergebnisse. Das ist eine Schlüsselkomponente von mentaler Fitness. Wir wollen uns heute nochmal ein bisschen näher damit beschäftigen, was das für Frazier's Beispiel genau bedeutet und, das ist der geilste Part daran, am Ende darauf schließen, was das für dich bedeutet. Was kannst du dir vom Fittest Man on Earth abschneiden? Was kannst du dir von diesem Champions Mindset selber aneignen und selber für dich umsetzen? Let's go! Also, erster Punkt. Frazier konzentriert sich darauf, das zu kontrollieren, was er kontrollieren kann. Ben Bergeron, einer der bekanntesten CrossFit-Coaches überhaupt, bezeichnet das immer als Control the Controllables. Kontrolliere das, was du kontrollieren kannst. Wie kam der dazu? Also jetzt Frazier, wie kam Frazier dazu? Erstens, er hat 2014 das erste Mal bei den Games mitgemacht und ist plötzlich Zweiter geworden. Geiler Scheiß. 2015 hat er sich gedacht, wenn ich ein bisschen mehr trainiere, dann kann ich auf jeden Fall gewinnen. Aber das ist nicht passiert. 2015 hat Ben Smith gewonnen und Frazier war wieder auf dem zweiten Platz. Da war er natürlich ein bisschen sauer und hat sich aber gedacht, nee, nächstes Jahr muss ich das anders angehen. Ich will no more what-ifs. Also nicht mehr diese Frage in meinem Kopf haben, was wäre wenn? Was wäre, wenn ich meine Ernährung verbessert hätte? Was wäre, wenn ich meinen Schlaf besser getrackt hätte?
was wäre, wenn meine Regeneration viel strukturierter abgelaufen wäre oder auch mein Training. Und das sind genau die Punkte, auf die er sich fokussiert hat. Er hat gesagt, ab jetzt wird alles auf mein Ziel ausgelegt, die Games zu gewinnen. Ich fokussiere mich auf meine Ernährung, mein Training, meine Regeneration. Und das ist es. Mehr mache ich nicht. Immer vor dem Hintergrund der Frage, is this going to help me win the games? Hilft mir das, was ich hier vorhabe, diese Bewegung, dieser Trainingsansatz, dieses Essen, dieses Schlafen oder diese Regenerationsmaßnahme, um die Games zu gewinnen? Ja oder nein? Wenn ja, dann mache ich es. Wenn nein, mache ich es nicht. Das konnte er natürlich nicht ganz alleine, sondern er hat sich Partner gesucht. Erstens einen Manager, zweitens seine Lebenspartnerin, die jetzige Frau Sammy Moniz, die alles andere für ihn gemacht hat, was nicht mit Training, Essen aufnehmen und Regeneration zu tun hat. Das heißt, sie hat für ihn gekocht. Der kam aus dem Gym vom ersten Training, das Essen war fertig. Das Frühstück war fertig vorher, das Abendessen war fertig. Der muss sich um nichts kümmern, der muss keine Rechnungen begleichen. Der muss nicht Sorge dafür tragen, dass sein Auto in die Werkstatt kommt. Der muss nicht Sorge dafür tragen, dass sein Haus sauber ist, der Rasen gemäht ist oder sonst irgendwas. Nichts außer trainieren, essen, regenerieren. That's his fucking job. Und das ist der einzige Job, den er hat. Das sind drastische Maßnahmen. Und er beschreibt auch, dass er zum Beispiel 1,5 Stunden, bevor er ins Bett gegangen ist, jegliche Screens ausgemacht hat, also jeglichen Bildschirm. Keine E-Mails mehr checken, nicht auf Instagram scrollen, keine WhatsApp schreiben oder sonst was. Kein Fernsehen gucken. Nichts, sondern ein Buch lesen, mobilisieren, irgendwie runterkommen. Kein Blaulicht, weil Blaulicht dazu führt, dass weniger Melatonin ausgeschüttet wird und mehr Serotonin. Du also ja, dem Körper quasi vorgaukelst, es wäre noch Tag und das den Schlaf kompromittieren kann. Das ist ein What-If, das er nicht mehr akzeptiert hat. Genauso, und das fand ich eine noch viel drastischere Maßnahme, hat er beschrieben, dass er immer wieder die gleichen Serien geguckt hat. Warum? Weil eine neue Serie zu gucken ihn potenziell emotional aufwirbeln könnte. Und das kostet Energie. Und emotional aufgewirbelt zu versuchen, ins Bett zu gehen, bedeutet, dass potenziell dein Schlaf auch schlechter ist, als wenn du emotional völlig gechillt bist. Auch ein What-If, dass er nicht mehr bereit war einzugehen. So drastisch muss es für dich vielleicht nicht sein. Aber für jeden Athleten ist der Skill, Informationen zu sortieren, die relevant, hilfreich und umsetzbar sind, unglaublich wichtig. Nämlich genau vor diesem Hintergrund, Control the Controllables. Bei den Games ist es offensichtlich nicht anders, als es in der Community zugeht während der CrossFit Games Open. Jeder fragt sich, oh, was wird wohl das nächste Workout sein? Was kommt wohl hier dran? Was hat Dave Castro da wieder in petto für uns? Ja, was denkst du, was dran kommt? Muscle-Ups? Pistols? Thruster? Vielleicht in der Kombination? Oh nee, vielleicht doch nur Burpees? Im Endeffekt müssen wir es abwarten. Genau. Und Fraser treibt es auf die Spitze. Er sagt, hey, darüber Gedanken zu machen, was sein könnte und dran kommen könnte, ist weder relevant noch hilfreich oder umsetzbar. Ich muss es einfach abwarten. Ich konzentriere mich auf das, was ich kontrollieren kann. Das ist mein Trainingsansatz, meine Schwächen zu analysieren und auszumerzen, meine Ernährung und meine Regeneration. Das Setup der CrossFit Games hat sich in den letzten 5 Jahren jedes Jahr verändert. Ich habe einfach keine Ahnung, was drankommt. Mir darüber Gedanken zu machen, kostet mich nur Energie, die ich viel lieber in mein Training und meine Regeneration investieren möchte. Auf jeden Fall hat er da einen Punkt getroffen, der es definitiv wert ist, zu überlegen, ob du das für dich selber umsetzen kannst. Der zweite Punkt ist der Vergleich mit anderen. Genauso wie sein Vorgänger als dominanter CrossFit Games Athlet, Rich Froning, eine ähnliche Hero-Figur war in der Community, so ist es jetzt auch Matt Fraser. Und beide wurden immer wieder gefragt, oder anders, die anderen Athleten wurden immer wieder gefragt, denkst du im Training über das Jahr verteilt an Matt oder damals an Rich? So der gängige Spruch war immer, what's Rich doing? Jetzt ist eher so, what's Matt doing?
Und die meisten antworten mit ja, sie denken schon daran, was der Champion macht und wie der sich wohl vorbereitet und dass sie ihn schlagen wollen. Und Frasers Antwort war, well, I haven't thought about you once. Ich habe nicht einmal an dich gedacht. Das kommt übelst arrogant rüber, ist es aber gar nicht, sondern es ist mega fokussiert. Er konzentriert sich auf sein Training, seine Ziele und seine Schwächen. Weil er weiß, die Person, mit der du am Ende wirklich konkurrierst, wirklich im Wettkampf stehst, das bist nur du selber. Und das vergleicht, das hat Catherine Davids dort hier genauso in Ben Bergerons Buch Chasing Excellence zugegeben. In dem Moment, in dem sie es geschafft hat, sich auch während der Competition nur auf sich selber zu konzentrieren und wie man so schön sagt, in her lane zu bleiben, also sich nur auf ihre nächste Bewegungsausführung und ihre Anstrengungen zu fokussieren, nicht auf das, was links und rechts von ihr passiert, sind ihre Scores und ihre Performance durch die Decke gegangen. Genauso ging es Matt Frazier wohl auch. Jetzt höre ich schon den einen oder anderen, der sagt, ja, aber so im Wettkampf mal nach rechts und links gucken und zu sehen, dass irgendeiner ein bisschen weiter vorne ist, ein bisschen schneller irgendwas macht, das pusht mich halt mega. Das kann ich auch nachvollziehen. Ja. Aber dann hebt ihr das doch bitte für den Wettkampf auf. Nutz das im Wettkampf, dich ziehen zu lassen, selber nochmal ein bisschen mehr zu pushen, aber doch nicht im Training. Du kennst das bestimmt, wenn du von deiner Trainingssession nach Hause kommst und vielleicht war sie auch gar nicht so gut, wie du dir erhofft hast. Du sitzt auf dem Sofa und scrollst so ein bisschen verloren durch Instagram und stellst fest, dass so einer oder zwei Athleten, die so ungefähr auf deinem Leistungslevel sind, irgendwas machen, was du nicht kannst. Und eben, es postet jeder nur das, was gut ist, nur das, was geil ausschaut auf Instagram. Und dann hast du das Gefühl, oh fuck, der hat aber 15 Bar Muscle Ups im Stück gemacht und ich nur 10. Jetzt muss ich morgen nochmal ins Training gehen und auch 15 machen. Ich muss das jetzt doch auch können. Nein, musst du nicht. Du musst nur den nächsten Schritt gehen, um dieses Ziel zu erreichen, wenn dich das deinem Ziel näher bringt. Bleib in deiner eigenen Lane. Dich darauf zu fokussieren, was unter deiner Kontrolle ist, ist eine Facette der sogenannten inhibitorischen Kontrolle. Das ist eine Führungsaufgabe des Gehirns und zu gut Deutsch könnten wir auch sagen, das ist eine Impulskontrolle. Und impulsiv denken wir Menschen oft an das, was wir eben nicht kontrollieren können. Wir denken an das, was andere wohl über uns sagen und denken. Wir denken daran, wie wir wohl abschneiden im Vergleich zu irgendjemand anderem. Wir denken daran, was wohl in Zukunft passiert. Aber wissen tun wir es nicht. Und diese Gedanken an das, was wir nicht kontrollieren können, kosten uns Energie und bringen unnötige Angst, Sorgen, Unsicherheiten und Ablenkungen mit sich. Diese Energie kannst auch du eigentlich besser verwenden auf dein Training, deine Regeneration, deine Ernährung. Frasers Skill, sich auf das zu konzentrieren, was für ihn wichtig ist und was er kontrollieren kann, erlaubt ihm, härter an genau diesen Punkten zu arbeiten, weil er keine Energie auf irgendwas verschwendet, was er eben nicht kontrollieren kann. Das ist die Idee dahinter. Kommen wir zu Frasers Herzstück, Hard Work Pays Off. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Sein Training, beschreibt er, strukturiert sich zu 100% an einer Post-Competition Analysis. Das heißt, nach jeder einzelnen Competition, die er gemacht hat, analysiert er seine Leistung. Und er arbeitet heraus, wo seine Schwächen sind, und er arbeitet sich einen Plan, wie er diese Schwäche ausmerzen kann. Sein Mantra Hard Work Pays Off kommt übrigens nicht aus seiner CrossFit-Erfahrung, sondern aus seiner College-Erfahrung. Sehr interessanter Punkt, weil viele ja immer denken, ja, Hard Work Pays Off heißt, jede einzelne Session muss unglaublich hart sein. Ich muss am besten am Ende in so einer Lache aus meinem Schweiß liegen und in dem halb ertrinken. Ich muss Blut schmecken. Dann bin ich in der harten Intensität. Das ist die harte Arbeit, die Pays Off. Aber so ist es nicht. Hard Work Pays Off kommt aus Matt Frasers College-Erfahrung. Er hat Maschinenbau studiert und er ist in einem Thermodynamikkurs einfach mal durchgefallen. Und hat sich gesagt, boah, nee, das geht nicht. Ich will hier nicht durchfallen. Ich will ja Engineer, also Ingenieur werden. Da muss ich besser arbeiten. Da muss ich härter dran arbeiten. Und er hat sich dieses Buch genommen, was zu dem Kurs gehört,
und hat es durchgelesen und hat es nochmal durchgelesen und hat sich alles angestrichen, was er nicht verstanden hat, jedes Wort und jedes einzelne Wort, das er nicht verstanden hat, hat er nachgelesen und nachgeschlagen, bis er die Zusammenhänge verstanden hat und jeden einzelnen Zusammenhang auch erklären konnte. Und dann hat er den Kurs natürlich mit Bravour bestanden. Und hier kam für ihn raus, okay, hard work obviously pays off. Also harte Arbeit macht sich bezahlt und bedeutet nicht unbedingt mehr zu machen, sondern das zu machen, was schwer ist für mich, was mir nicht leicht fällt und das zu machen, was eben notwendig ist, um mein Ziel zu erreichen. Auf die Games bezogen, auf seine sportliche Performance, bedeutet das, er hat seine Performance bei jedem einzelnen Workout, bei dem er nicht der Erste war, analysiert und sich die Frage gestellt, what hold me back from winning? Was hat mich zurückgehalten, dieses Event zu gewinnen? War das meine Mobilität? War das die Time Domain, also der zeitliche Umfang dieses Workouts, was im Endeffekt bedeutet, dass das zugrunde liegende Energiegewinnungssystem bei ihm nicht ausreichend ausgeprägt war? Oder war es vielleicht sein Skill für eine spezifische Bewegung? Aufgrund dieser knallharten Analyse hat er einen Plan erarbeitet, um seine Schwächen auszumerzen. Das konnte bedeuten, dass er irgendwas mehr üben muss, mehr trainieren muss. Das konnte aber auch bedeuten, dass er sich Hilfe sucht von einem Experten. Und hier ein absolut geiles Beispiel. Matt Fraser, als ehemaliger olympischer Gewichtheber, der auch darauf hingearbeitet hat, bei den Olympischen Spielen als Gewichtheber teilzunehmen, ist ja dafür bekannt, dass Weightlifting für ihn kein Problem ist und er unglaublich hohe Gewichte bewegt. Trotzdem hat er 2016 in der Deadlift Ladder nur den 23. Platz belegt. Das ist ja was, wo er sich denken könnte, wow, das ist ja eigentlich voll in meinem Wheelhouse, diese Deadlift Ladder, und kraftmäßig, ja, irgendwas ist schiefgelaufen, war wahrscheinlich einfach eine Scheißsituation, ne, so eine Ausrede zu suchen. Aber das hat er nicht getan, sondern er hat gesagt, offensichtlich fehlt mir hier der Skill oder die Kraft oder die Fähigkeit, mein Training sinnvoll darauf auszurichten, auch im Deadlift saumäßig stark zu werden. Also gehe ich zu Chad Wesley Smith vom Juggernaut Training Systems, also einem sehr bekannten Powerlifter, und suche mir Antworten auf meine Frage, wie ich das ausmerzen kann. Und seine ja unglaublich bescheidene Frage dahinter war, why would I have all the answers? Warum sollte ich alle Antworten haben? Nur weil ich mal die Games gewonnen habe? Oder weil ich die Games gewinnen will? Nur weil ich mal Zweiter war? Heißt es deswegen, dass ich genau weiß, wie ich idealerweise für alles trainiere? Natürlich nicht. Also suche ich mir Hilfe von den Experten, die es wissen. Dieser Mut, mit brutaler Ehrlichkeit seine Schwächen zu analysieren, kombiniert mit der Zuversicht, diese Schwächen auch ändern zu können, also dieses sogenannte Growth Mindset an den Tag zu legen, das ist fast schon eine magische Kombination, um A, sich seiner Situation klar zu werden, klar zu sehen, wo man in dem Moment steht, einen Plan auszuarbeiten, um diese Schwächen auszumerzen und diesen Plan ohne Ausreden und Ablenkungen auch tatsächlich auszuführen. Und das Ganze zusammen, klar werden, wo du stehst, dir einen Plan auszuarbeiten, wie du deine Schwächen ausmerzt und dein Ziel erreichst und den Plan einfach auszuführen, das kennen wir als Prozess. Und du kennst garantiert von irgendwoher diese Aussage, trust the process. Das ist ein weiterer unglaublicher Mindset-Skill von Matt Fraser, den Prozess mehr Wert zuzusprechen als den eigentlichen Ergebnissen. Was heißt das? Fraser beschreibt, dass er sein Mindset eben nicht um die Idee gesponnen hat, ich bin ein Winner, ich bin der Gewinner der Games. Weil wenn du das machst, dann fokussierst du deine Identität, dein Selbstwertgefühl um etwas, worauf du keinen Einfluss hast. Weil du weißt nicht, was tatsächlich in den Games drankommt. Du weißt nicht, was Dave Castro schon wieder für dämliche Ideen hat. Und du weißt auch nicht, ob irgendjemand anderes vielleicht besser darauf vorbereitet ist. Wenn du aber dir die ganze Zeit sagst, ich bin der Gewinner, ich bin der Winner, ich gewinne dieses Ding
und am Ende passiert es nicht, dann bist du ja zwangsläufig ein Loser. Das ist das, ein Trade, der gemäß einer der führenden Forscher in dieser Mindset-Geschichte, nämlich Professor Dr. Carol Dweck, als Fixed Mindset umschrieben wird. Wie hat Fraser darauf reagiert? Er hat gesagt, wenn ich mir denke, ich bin der Gewinner, dann ist es ein aussichtsloses Unterfangen, weil ich dieses Game-Setup nicht kontrollieren kann. Was ich aber kontrollieren kann, ist mein tägliches Handeln. Ich kann kontrollieren, dass ich meine harte Arbeit da reinstecke, meine Probleme zu finden, mir einen Plan zu machen, wie ich diese Probleme ausmerze und dann diesen Plan auszuführen. Und das ganze Jahr über und nicht nur während der Games. Matt Fraser hat also seine athletische Identität darum gesponnen, wie er sagt, I'm falling in love with the daily gratification, the daily achievement of hitting that little checkmark of Yo, did you fucking crush today? Also, seine Identität spinnt sich darum, dass er jeden Tag etwas macht, was ihn weiterbringt, was ihn näher an sein Ziel bringt, dass er den Tag gecrushed hat. Was also kann es bedeuten? Was bedeutet to crush the day? Um die Frage zu beantworten, hat er sich eine ganz einfache Frage jeden Tag gestellt, bevor der Tag beginnt. Und die ist, what can I do today that's going to put me where I want to be in a year from now? Also, was kann ich heute tun, was mich dem Punkt näher bringt, an dem ich in einem Jahr sein möchte? Das ist eine unglaublich sinnvolle und elegante Lösung. Weil dir diese Frage zu stellen, bringt dir eine Antwort. Und diese Antwort ist umsetzbar, ist flexibel und ist langfristig ausgerichtet. Probier es vielleicht mal aus. Wenn dein Selbstwertgefühl darauf ausgelegt ist, dass du ein Gewinner bist, dass du irgendein spezifisches Event oder so gewinnst, dann hast du zwei Probleme daraus. Erstens, wie schon angesprochen, solltest du das nicht gewinnen, bist du in der logischen Konsequenz eigentlich ein Verlierer. Du bist in diesem Fixed Mindset drin. Das zweite Problem ist, dass du, wenn du in diesem Fixed Mindset bist, im Regelfall nach Beweisen dafür suchst, dass du eben dieser Winner bist. Das heißt aber auch, es fällt dir viel, viel schwerer, wahrscheinlich sogar zu schwer, ehrlich deine Schwächen zu suchen. Weil du vermeidest dann Unannehmlichkeiten. Du vermeidest diese Unannehmlichkeiten, indem du dich über Dinge beschwerst. Im Vorfeld schon sagst, was irgendwie nicht passt, warum deine Leistung, die jetzt kommt, vielleicht nicht so gut sein wird, wie andere das von dir denken oder wie du es selber von dir erwartest. Du gibst vielleicht anderen die Schuld daran, dass irgendwas nicht so gut ist. Du suchst Ausreden. Kurzum, du versteckst dich vor Herausforderungen, weil du Angst davor hast, dass diese Herausforderungen dazu führen könnten, dir aufzuzeigen, dass du vielleicht nicht dieser Gewinner bist, der du gerne sein möchtest. Wenn du stattdessen dein Selbstwertgefühl auf den Effort legst, auf deine Anstrengung, dann trainiert dich das, den Fokus auf das zu setzen, was du selber wirklich kontrollieren kannst. Also wie kannst du das Ganze für dich selbst umsetzen? Wie kannst du dir etwas vom Champions Mindset von Matt Fraser abschneiden? Die zwei Skills, die hier im Fokus stehen, sind Selbstreflexion und Eigenverantwortung. Die zwei zusammen sind so eine Grundlage für einen eigentlich elitären Mindset-Skill. Nochmal ein kleines Fraser-Beispiel dafür. Fraser hat 2014 den zweiten Platz belegt bei den Games und war unglaublich happy damit, weil er von dem Erfolg überrascht wurde. 2015 hat er wieder den zweiten Platz belegt und war aber megamäßig deprimiert. Warum? Na, weil er 2015 gesagt hat, ich will die Games gewinnen und ich will ein bisschen was mehr dafür machen, damit ich diese Games gewinne. Aber er hat das dann knallhart analysiert und gesagt, ja verdammt, ich habe nicht gewonnen, aber dieses Ergebnis ist die Summe aller meiner Anstrengungen, die ich da hingegeben habe. Das ist die Summe aller Abkürzungen, die ich im vergangenen Jahr versucht habe zu gehen, um mein Ziel zu erreichen. Aber diese Abkürzungen bringen mich nicht ans Ziel. Ich habe ehrlich gesagt nicht auf meinen Schlaf geachtet. Ich habe irgendwie so ein College-Leben gehabt und gleichzeitig versucht, ein Athlet zu sein.
Ich habe Alkohol getrunken, ich habe Pizza gegessen, ich habe mich eigentlich bescheiden ernährt. Ich bin super spät ins Bett gegangen, super früh wieder aufgestanden und habe versucht, hart zu trainieren. Meine Workouts waren eher so ein Cherry-Picking. Ja, das hat halt nicht viel gebracht. Diese Erkenntnis war schmerzhaft für ihn, aber es war ein schmerzhafter Katalysator, der ihn dazu gebracht hat, am Ende der dominanteste CrossFit-Sportler überhaupt zu werden. Wir stehen jetzt auch an dem Punkt, dass wir kurz nach einer Competition sind. Und zwar kurz nach der Competition, die für die meisten in der CrossFit-Community die Competition des Jahres ist, die CrossFit Games Open. Versuch doch, die gleichen Punkte an den Tag zu legen, die Matt Fraser geholfen haben. Das bedeutet, setz dich hin, schau dir deine Scores von 21.1 bis 21.4 an und deine Leistung und analysier mal, wo ist deine größte Schwäche? Warum ist das deine Schwäche? Fehlt dir Mobilität? Fehlt dir das Energiegewinnungssystem und die Ausprägung desselben? Fehlt dir vielleicht einfach nur Kraft oder Skill? Wo liegt deine Schwäche tatsächlich und wo liegen deine Stärken? Dann machst du dir einen Plan, entweder alleine oder mit Hilfe von einem Experten wie bei uns im Online Personal Training. Und überlegst dir, wie kann ich innerhalb von einem Jahr diese Schwäche ausmerzen und im Idealfall sogar zu einer Stärke variieren. Zudem kannst du jeden Tag hingehen und dir die Frage beantworten, did I crush today? Und wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst und von diesen mit Ja beantworteten Tagen 365 aneinander reißt, dann solltest du nicht nur in einem Jahr von jetzt an gesehen ein unglaubliches Wachstum an den Tag gelegt haben und deinem Ziel mindestens ein Riesenstück näher sein, es vielleicht sogar erreicht oder übertroffen haben, sondern noch viel mehr und viel, viel wichtiger ist, du wirst keinen Zweifel daran lassen, dass du für dein Level alles daran gegeben hast, dein Ziel zu erreichen und alles daran gegeben hast, deine What-Ifs auszumerzen. Um mehr oder weniger zu garantieren, dass du deine Tage oder deine Did I Crush Today Frage mit Ja beantworten kannst, solltest du dir am Anfang des Tages die Frage stellen, was kann ich denn heute tun, um meinem Ziel einen Schritt näher zu kommen? Was kann ich heute tun, um den Zustand zu erreichen, den ich in einem Jahr haben möchte? Das kann sein, dass du mehr trainieren musst. Das kann sein, dass du irgendwas Unangenehmes üben oder trainieren musst. Das kann aber auch sein, dass du vielleicht mehr pausieren musst, dass du deine Regeneration verbessern musst, deine Schlafqualität oder Quantität, deine Ernährungsqualität oder Quantität. Es kann aber auch sein, dass du, so wie Matt Fraser, für eine spezifische Schwäche in deinen Fähigkeiten einen Experten aufsuchen musst. Dein Selbstvertrauen und dein Stolz sollten daher kommen, dass du es schaffst, den Fokus auf das zu legen, was du selber kontrollieren kannst. Dass du den Mut hast, dich selber so zu sehen, wie du im Moment bist und wo du mit deinen Fähigkeiten aktuell stehst. Und die Bescheidenheit an den Tag legst, dir die Hilfe da zu suchen, wo du sie wirklich brauchst. Wenn du das umsetzt, dann kannst du dir die beste Scheibe von Matt Frazers Champion Mindset abschneiden. Und du wirst sehr wahrscheinlich, nein, nicht nur sehr wahrscheinlich, du wirst auf jeden Fall unglaubliche Erfolge damit feiern. Du wirst unglaublich daran wachsen. Und du wirst sehen, dass zwar hartes Training Matt Fraser dahin gebracht hat, wo er war, aber die Grundlage dafür definitiv eine mentale Einstellung war. Und mentale Fitness kommt definitiv für mich als Grundlage unserer gesamten Pyramide, die ausmacht, wie viel Leistung wir wirklich bringen können. Probier es aus, analysiere deine Schwächen, mach dir deinen Plan, wie du diese Schwächen ausmerzt und dann versuch, mit den Fragen, did I crush today und was kann ich heute tun, um meinem Ziel näher zu kommen, deine Tage zu einem Erfolg zu machen und davon 365 aneinander zu reihen. Viel Spaß beim Ausprobieren. Das war's mit der heutigen Episode. Schön, dass du mit dabei warst und dich als mitdenkender Athlet weiterentwickelt hast. Wenn dir die Episode gefallen hat, teile sie bitte und vergiss nicht, den Podcast zu bewerten. Denn nur mit deiner Hilfe können wir es schaffen,
möglichst viele Menschen dazu zu motivieren, zum mitdenkenden Athleten zu werden. In diesem Sinne, walk the talk und finish strong, dein Arthur.